cooles Format. Hoffentlich kommen noch mehr solcher Q&As. Ja. Viel Spaß. Hier ist das. Hier ist es. Kannst du mal reinpfeifen. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community. Hier sind wir wieder. Die Jungs vom Trader YouTube Channel. Hier vorne der Micha. Hinten seht ihr den Dennis und den Julian. Ja, und ihr habt so rege auf unsere Videos geantwortet. Und euch hat das letzte, unser erstes Q&A-Video, Frage- und Antwort-Video, so gut gefallen, dass wir gesagt haben: Ja, komm, machen wir direkt noch eins. Weil uns macht's auch Spaß. Also, okay, dann hauen wir raus die Fragen, Matthias. Könntet ihr vielleicht ein Building on a Budget mit einem Themenwunsch machen? Ja, könnten wir. Kommentier deinen Themenwunsch mal rein, dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Den hättest du direkt dazu schreiben können. Ich bin für neue Formate immer offen, die anderen auch. Also lass mal hören. Hey, ich wurde in eurem Video erwähnt. Interessant wäre es mal hinter eure Kulissen zu schauen. Wie ist euer Vertrieb so aufgebaut? Wie lagert ihr Einzelkarten und Produkte von einer Bestellung bis zum Versand? Weiter so. Auch wenn ich schon etwas länger dabei bin, ist das ein oder andere Video trotzdem interessant für mich. Ja. Okay, wir geben euch ja nach und nach immer Einblicke. So zum Beispiel seht ihr jetzt hier immer so ein bisschen was vom Trading Card Superstore. Im letzten Q&A-Video haben wir eine andere Säcke gefilmt. Wir werden das so nach und nach immer ein bisschen weiter teasern, ne, und das jetzt dann Stück für Stück halt präsentieren. Und natürlich werden wir auch nochmal irgendwann später dann nochmal einen weitergehenden Einblick geben in den Rest des Trader-Stores oder des Trader-Versands oder so. Aber dafür müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung schaffen, bis man es zeigen kann. Nein, ist alles gut. Alles gut aus. Keine Ahnung. Sehr schönes Video. Was haltet ihr vom inoffiziellen Frontier-Format? Das ist ja ein Constructed-Format, das nicht rotiert wie auch Modern, nur eben mit Karten ab 2015. Was hältst du davon? Ja, okay, das ist jetzt... Ja, ist okay eigentlich, weil... Ja, es sind halt ein paar mehr Karten als im Standard, aber ist jetzt auch nicht... So spannend, aber es ist okay. Also man kann es spielen, aber ich glaube, ich finde Modern und sowas besser. Wieder mal eine coole Show. Würde mich über MTGO-Content freuen. MTGO-Content ist so eine Sache. Du würdest dich vielleicht darüber freuen. Ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, dass Magic trotz seiner Größe und seines Volumens leider eine sehr unschöne Plattform hat. Also so im Vergleich irgendwie zu Hearthstone oder so, gut, da saß vielleicht auch ein bisschen mehr Budget dahinter, aber trotzdem sieht es immer noch fürchterlich zum Zuschauen aus. Werden wir wohl in absehbarer Zeit nicht machen. Vielleicht kommt irgendwann mal irgendwas, wenn wir jemanden auftreiben, der Bock hat, da was vorzustellen. Aber von uns erstmal nicht, sorry. Wieder mal sehr informativ. Ich habe noch eine Anregung für euch. Ihr verkauft ja das Wunder-Display. Man könnte ja auch so etwas wie ein Wunder-Booster-Display machen, in dem random Magic-Booster drin sind. Ich fände es spaßig, mit so einem Display zu draften, da jeder komplett unterschiedliche Karten hat. Und auch zum Unboxen wäre so etwas lustig. Man weiß einfach nicht, welche Karten man erwarten kann. Ist eine coole Idee, allerdings geben wir euch ja die Bestpreisgarantie. Insofern hauen wir die Boxen wirklich sehr, sehr günstig raus mit einer sehr kleinen Marge hier im Online-Versand, im Store auch. Und das gibt uns einfach nicht die Möglichkeit, da noch mehr Arbeitsaufwand reinzustecken. Das heißt, du nimmst die Box praktisch zum günstigen Preis so mit, wie sie angeboten wird. Und wir müssen es deutlich teurer machen, um dann so ein Booster-Mix-Display da zusammenzustellen. Vor allen Dingen kommen die Serien ja, irgendwann sind die auch out of print. Ne? Also dann sind die aus dem Druck raus und dann hat man nicht mehr so viele Serien bevorratet, beziehungsweise die werden später hinten raus, wenn der dran vorbei ist, dann werden die hinten raus teurer. Insofern macht es einfach so, dass ihr euch einzelne Booster kauft und dann damit also mit unterschiedlichen Boostern so einen Draft macht. Das macht auf jeden Fall auch Spaß, um Chaos Draft da mal zu machen. Habt ihr auch mal überlegt, vielleicht andere Formate ranzunehmen, wie Modern oder Commander? Haben wir überlegt, überlegen wir immer noch. Wir wollen natürlich primär an die Casual-Spieler ran. Und die sind nicht so in diesem Constructed-Bereich wie Modern zum Beispiel drin. Commander ist ein gutes Thema, da kommt ja demnächst jetzt auch noch wieder ein bisschen was von uns. Und da werden wir auch ein bisschen was zu zocken. Und was Modern etc. angeht, da werden wir euch sicher auch noch auf dem Laufenden halten und uns ein bisschen was Neues überlegen. Ich würde gerne mal Micha gegen euren anderen erwachsenen Kumpel spielen sehen. Ich freue mich... Also den Dennis, Ich freue mich riesig, wenn Julian gewinnt. Aber ich bin der Meinung, dass seine Decks, die Male, die er verliert, nicht ihr volles Potenzial zeigen konnten.
Kurzum, ich will auch mal Micha bluten sehen, damit mal etwas Spannung in eure Videos kommt. Ja, der Julian, der reift ja zum wahren Krieger heran hier. Also das ist ja, momentan ist er ja 12 Jahre alt und schon ganz gut dabei. Und wenn ihr uns folgt, dann werdet ihr ja seine spielerische Entwicklung auch einfach wirklich, ihr werdet ja daran teilhaben. Ne? Insofern irgendwie, er repräsentiert auch die jüngere Spielerschicht, die wir hier im Store sich auch wiederfindet. Könnt ihr auch anderen Fotos mal sehen und dann vom Game Day oder sowas da so läuft. Und wir wollen die Jungs auch wirklich so laufen lassen, wie die sich halt wirklich ganz natürlich entwickeln. Das heißt, wir nehmen da keinen weiteren Eingriff und auch die Videos, auch die Spielvideos, die sind ja nicht gestellt, sondern wir spielen die Decks halt wirklich so, wie die halt dann kommen, die Karten. Und dann kommt natürlich das Kartenglück ein bisschen mit dazu. Ich schenke dem Jungen auch nichts. Ne, spiele natürlich auch nach maximaler Möglichkeit so gut, wie es geht. Und muss man einfach mal schauen. Das eine Spiel ist das eine. Er hatte auch letztes Mal gewonnen, irgendwie beim dann Duellvideo. Einmal. Zu nice. Ich frage mich an dieser Stelle, die Hüllen, die ihr verlost, passen da die Magic-Karten quasi exakt rein oder sind die etwas größer? Hat er häufig bei Yu-Gi-Oh! Zu große Hüllen zum Beispiel? Ja, so bei den den Hüllen, die wir verlosen, ist auf jeden Fall, passen die Karten da auf jeden Fall alle rein. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Perfekt. Passt alles. Hey, sind die Preise für den Game Day überall gleich? Ich werde wohl in Leipzig spielen und mein Glück mit dem Esper Tesseract Deck versuchen. Ja, erstmal cool, dass du auf dem Game Day mitspielst. Ne? Also ist auf jeden Fall ein schönes Programm, guter Support. Wie die Läden das machen, würde ich im Laden selber nachfragen. Das ist unterschiedlich. Ne? Schön, dass es angeboten wird. Geh da ruhig mal hin. Oder auch zum nächsten Game Day entsprechend. Nimm an den Sachen teil, die da angeboten werden. Ja, um dich aber vorzubereiten oder so, frag mal wirklich im Laden nach. Spieler, die jetzt generell wissen wollen, wo sie nachfragen können, guck mal online im Wizards Event Locator oder im Wizards Store Locator. Einfach mal in Google eingeben oder auf der Wizards Seite, da findet das. Bringt ihr auch mal was zu Pauper? Pauper könnten wir auch machen. Also ich bin nicht sehr bewandert in dem Format. Dieses All-Commons-Ding, wo viele coole Commons einfach nur gebannt wurden, damit man irgendwelche Kombos verhindern kann, ist vielleicht für die Zukunft irgendwann mal angedacht. Also Modern etc., so ein bisschen was permanent gängiger ist, schon eher. Mal schauen, was Pauper angeht. Könnt ihr mal nicht selbst einen Draft aufnehmen oder müssen dafür immer 6 Spieler da sein? Einen Draft werden wir auf Sicht auch mal abfilmen. Gibt uns dafür noch ein bisschen Zeit, damit wir es auch auf die Qualitätsschiene hochhieven können. Haben wir auf dem Schirm, soll kommen, ja. Wie heißen die Sets, die dieses Jahr noch kommen? Also dieses Jahr wurden noch, also es wurde noch nicht so viel gespoilert, aber Stunde der Vernichtung kommt. Das ist der... Das kommt also nach Amonkhet jetzt. Und dann kommt noch Commander Etology. Das kommt auch noch. Das ist auch so ein Mehrspielerspiel. Was cool ist. Cool, dass ihr sowas so macht. Das könnt ihr gerne öfters machen. Und könnt ihr bitte mal was mit Magic Shibi machen? Die Anfrage kam jetzt schon öfter, ob wir was mit Magic Shibi machen können. Ich würde sagen, gibt uns auch da noch ein bisschen Entwicklungszeit. Ich denke mal, entweder er oder wir werden den Kontakt auf Sicht mal herstellen und dann beschnuppern wir uns mal ein bisschen und gucken mal, was geht. Also ich freue mich auf weitere Videos, aber ich hätte die Frage, ob ihr vielleicht ein paar Deckchecks mit standarddominierenden Decks machen könnt. Deckchecks machen wir momentan ja immer so über die verschiedenen Videos verteilt. Bei der letzten oder vorletzten Wochenshow haben wir ja das Siegerdeck oder ein zweites Deck aus der Pro Tour präsentiert. Jetzt haben wir in der aktuellen Show haben wir die Siegerdecks aus Dülmen, also Standard Modern Legacy, einmal ganz kurz angesprochen. Wir versuchen halt immer die unterschiedlichen Bereiche abzudecken, weil nicht jeden Spieler die gleichen Themengebiete interessieren. Deckchecks soll auch mal kommen, aber immer so ein bisschen häppchenweise. Aber kommt, ist auch mit auf dem Schirm.